So, und da sind wir wieder zurück. Die Wachen sind gerade weg, das heißt, wir können schnell zu dem. Ist auch ein Riesi-Händler. Hi. Hey, Knirps. Kann er vielleicht sonst ihn versorgen? Hallo. Du siehst wirklich gut aus, Ulukai. Danke, Madame. So heiße ich nicht. Mein Name ist Mika. Bist du... ein Riesi-Händler? Ja. Nein, bist du eine Frau? Das ist ein guter Witz, Ulukai. Du bist so tapfer und trotz allem, was um uns herum geschieht, versuchst du noch, uns mit deinem Humor aufzuheitern. Es fällt mir wirklich schwer, dich um einen Gefallen zu bitten. Okay, erzähl mal. Was soll das für ein Gefallen sein, Nika? Ich brauche ein paar Zorkins, bitte, Ulukai. Jetzt weiß ich, dass du eine Frau bist. Du bist albern, Ulukai, aber es ist mir ernst. Ich brauche die Zorkins, um einen sehr wichtigen Gegenstand auszulösen, den mir die Krieger abgenommen haben, als ich diesen Mond meine Steuern nicht zahlen konnte. Wenn ich ihn nicht bald zurückbekomme, wird einer der Krieger Anspruch darauf erheben und ich werde ihn nie wiedersehen. Und ich soll ihn jetzt für dich zurückkaufen? Nein, du sollst mir die Zorkins nur leihen, damit ich den Gegenstand auslösen kann. Wenn ich ihn wieder habe, bekommst du sie mitsamt einem kleinen Bonus für deine Hilfe zurück. Bitte, Ulukai. Warum habe ich bloß ein so ungutes Gefühl bei der Sache? Zugriff auf Notenbeep. Wie viel soll ich dir leihen? Sehr viel, Ulukai. Ja, okay. Kannst du das alles auf einmal tragen? Oh ja, sicher, Ulukai. Komm später wieder und ich werde es dir zurückzahlen und noch eine kleine Belohnung drauflegen. Also gut, Schluss jetzt mit den Spielchen. Was bist du? Wie ich schon sagte, ein Riesi-Händler. Nein, bist du ein Mann oder eine Frau? Ich wusste ja gar nicht, dass du so witzig bist, Ulukai. Ich habe schon viele Monde nicht mehr so sehr gelacht. Okay. Hast du deinen Gegenstand schon wieder? Ich habe ihn noch nicht, Ulukai. Ich brauche noch etwas Zeit. Okay, das ist mega weirdo. Aber ich weiß nicht, das war damals auch schon so cool gewesen. Ja. Ach, episch, ey. Und. Ja. Das Problem sind halt hier diese ganzen patrouillierenden Wachen. Die sind echt das größte Problem. Ich hab so Bock auf Indiana Jones wieder durch diese Mucke. Diese Filme sehen. Die Serie von damals mal wieder. Schleich mich mal weg. Die gehen nach oben, ne? Sehr gut. Ach, Nika ist jetzt hier, oder was? Kommst du mal eine Sekunde her? Und? Hast du deinen Gegenstand schon wieder? Ja, Ulukai. Der Krieger war sehr hilfsbereit, als er mich sah. Ach ja? Ja. Ich musste ihm nicht einmal alle Zorkins geben, die du mir geliehen hast, weil er an etwas anderem interessiert war. Möchtest du deine Zorkins und die versprochene Belohnung jetzt wiederhaben? Ja, bitte. Ja, woran war er interessiert? Das ist eine private Sache zwischen ihm und mir. Und ich habe ihm versprochen, nichts zu sagen. Hier hast du deine Zorkins und hier ist wie versprochen noch die kleine Belohnung für dich. Ich traue mich fast nicht zu fragen. Du brauchst mich nicht zu fragen, Ulukai. Ich gebe es dir jetzt, ob es dir gefällt oder nicht. Aber ich hoffe, es gefällt dir. Hey, danke. Es war mir ein Vergnügen, Ulukai. Ich frage mich, ob ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten darf. Und der wäre? Ich bin den ganzen Mond über ohne Hemd herumgelaufen. Weil ich so etwas normalerweise nicht mache, sehen mich die anderen Talaner schon ganz komisch an. Könntest du mir helfen, es zu finden? Ohne fühle ich mich so nackt. Ach, ich halte das nicht mehr aus. Was war das für ein Gegenstand, den du zurückgeholt hast? Es war mein Armreif. Ah, jetzt verstehe ich. Mein Vater trug ihn, bevor er umgekehrt wurde. Verdammt. Oh, ich meine, es tut mir leid. Ist schon gut, Ulukai. Das ist schon lange her. Auch seine Mutter hat ihn getragen, bevor sie umgekehrt wurde.
Und so wird er in der Familie weitergereicht. Immer nach dem Motto, junge Mädchen, hm? Nein, es gibt keine bestimmte Reihenfolge. Das älteste Kind trägt den Armreif der Familie. Es ist wirklich hoffnungslos. Wir kriegen es einfach nicht raus. Hallo, aber was nimm dir deine heiligen Gegenstände? Ah, fick dich, du Scheißhändler, Mann! Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Ach. Doofen Waffenhändler. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Jetzt ist hier auf den Dächern noch was drauf. Immer fleißig gucken. Na komm schon los. Bisschen hakelig manchmal hier, ne, mit diesen Dächern. So, gucken. Echt? Oh. Okay, schnell hier rein, bevor die Wachen wiederkommen. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Alle hier. Na gut, kauf mal hier. Hier hast du deine verfluchten Zorkins. Ah ja. Ich weiß nicht, wozu sie gut sind, aber ich hoffe, du verbreitest damit Furcht und Schrecken. Ah, ich hau dir gleich auf die Fresse, ey. So, erstmal kurz gucken. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Wegstecken. Ah ja, das ist dieses. Ja, die ist super gut. Hätte voll Munition. Ja, ein bisschen. Warnung. Schwache Energiequelle geortet. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Schleichen lieber. Kurz warten, bis die weg sind. Na los, nimm dir deine heiligen. Psst. Ich sagen, sei mal lieber leise, ey. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Ja, aber hier in der Stadt müssen wir halt echt vorsichtig sein, ne? Ja, die sind einfach zu viele von diesen Gegnern. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Das ist dann einfach echt zu gefährlich. So. Okay, die tingeln da hinten weiter, sehr schön. Weil wir müssen auch in die Richtung, glaube ich. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Zumindest sind wir jetzt auch wirklich ordentlich bewaffnet. Uns fehlt nur eine einzige Waffe. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Das ist 1300, die sind jetzt echt nicht so easy peasy zusammenzukratzen. Das dauert schon eine Weile. Finden. Wir könnten jetzt diese ganzen Vasen zerschießen, aber das würde halt zum einen die ganzen Leute hier unruhig machen und würde uns die Wächter auf den Hals setzen, also die Krieger. Und das ist natürlich etwas, was ich nicht möchte. Logisch irgendwie, ne? Ja. Muss ja nicht sein. Ah, hier in den Gassen liegt immer irgendwas. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich kann mir aufs Dach aufgucken. Guck mal, da war doch was. Da war doch was. Ich hab's eben gesehen. Jetzt müssen wir irgendwie aufs Dach rauf. Ach so, ist ein normaler Händler. Nee, ist mir dann egal. Hast du ein paar Zorkins für einen müden Talaner?
klar. Verzeihung, Kumpel. Hallo. Ulukai, hast du mal einen Zorkin? Ich kann ihm nichts geben. Okay. Interessant. Vielleicht habe ich nicht genug Zorkins oder so. Das kann ja auch sein. Aber interessant, dass es hier auch Bettler gibt. Wusste ich gar nicht mehr. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Naja gut, nach 20 Jahren knapp vergisst man auch manches Detail, ne? Dann, man kann sich ja nicht alles merken. So, kurz aktivieren. Dynamit. Wie haben wir denn jetzt? Schwache Energiequelle geortet. Okay, dann speichere ich mal. Yippie! Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.